Bodentemperatur ist auch schon hochgefahren gerade. Ist ja, my ass is on friendly fire. Oh mein Gott. Okay. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja. Der klingt ein bisschen aggro. Also, folgendes. Ich hab's ja, eigentlich wollte ich schon viel früher machen. Jetzt haben wir die ganze Zeit irgendwie durchgepowert, den ganzen Stream. Und ach so, das war jetzt nicht hier, oder? Doch, da wird jetzt der Backenbart rasiert. Das letzte Mal noch anfassen. Er ist weg danach. Pass auf. Ich würde sagen, bei 40.000 kleben wir dir die Haare mit Sahne ins Gesicht. Mm. Boah, Alter. Sehr, sehr gute Idee. Boah, finde ich schön. Ja. Und dann bei 50.000 nehmen wir meine Arschhaare und kleben sie dir als... Nee, da habe ich noch Mustache. Aber die, mit den Arschhaaren würde ich mir hier unseren Grafzipfel machen. Rapunzel. Oh, jetzt aber ekelhaft. Okay, Stunde der Weite ist gekommen. Noch ist ja alles easy. Noch werde ich einfach nur getrimmt. Das ist alles ganz gut. Ich habe extra wachsen lassen von November. Das heißt, ich habe jetzt momentan mein... ich sehe aus wie ein... Ich sehe aus wie ein Biologiestudent gerade irgendwie. Ja. Funk? Oh, ich habe meinen Ausschnitt, ja. Oh, du hast aber auch, du hast mehr Haare auf der Brust als ich. Ich weiß auch nicht, was heute wieder los ist. Okay, pass auf, ich leg mich mal hier so hin. Ja. Kann ich möchtest du ein Handtuch haben? Oh ja, klar. Wir hätten durch Zufall ein Handtuch dabei. So ein Zufall. So, warte. So. Wird er nicht andersrum? Wird er nicht vorne rum? Ja. Wer ist hier der Friseur? Ne? Gut, danke. Aber da muss doch... Da ja, dann machen wir das halt so, wie wir wollen. Ich frag doch nur. Nee, gut. Ich bin neu hier, ich kenne mich nicht aus. Das ist eine neue Frisur, ich bin in der Berlin-Kudamm gerade. So, ich würde sagen, wir machen erstmal auf diese Stufe. Ganz angenehm getrimmt. Ja, okay, das finde ich ganz gut. Das sind so, was ist das? 08? 08. 6 Zentimeter. Sagen wir 08. Es geht an der Seite an, das schöne Teil. Mhm, ja. Ist übrigens ein Remington, jetzt nochmal Fett Product Placement, ja. Hallo Remington, spendet doch mal. Geht man okay. Mit rein? Hast du schon mal getrimmt? Nein. Alter, du hast einen Bart? Ich dachte, du hast es schon mal gemacht. Ja. Komm her. Habe ich wirklich noch nicht. Okay. Ich habe dafür einen Friseur. Schön. Ich habe dem zugeguckt. Ich glaube, ich habe gelernt. Du lässt dich trimmen beim Friseur? Ja. Ich lasse mich fair trimmen, aber woanders. Nee, warte. Okay, also du weißt ja, wie es geht. Ja. Scheiße. Soll ich die Brille vielleicht noch abnehmen? Nö, muss ja sehen, was passiert. Okay, jetzt habe ich Angst. Ich gehe nicht hier an die Seiten ran, oder? Du darfst, hier der Mustache muss bleiben. Genau, wir machen nachher den Ingo Lenzen. Das ist so eine Fanfiction, Ingo Lenzen und Gronkh, also Gringo Lenzen machen wir nachher. Das wird aber so schrecklich aussehen, wenn ich jetzt alles wegmache, auch hier quasi, und nur oben bleibt diese Baggerspalte stehen. Ja gut, Hauptsache ich sehe nicht aus wie Jay. Ja, aber wenn ich das gerade so sehe, ne? Hauptsache ich sehe aus wie Jay. Oh, so. Scheiße, der sah vorher Alter, du siehst aus wie Ronald McDonald auf Crack. Das ist ja furchtbar. So. Okay, warte, ich leg mich jetzt mal hin. Wir machen das hier mal zu. Okay, ja. Ich glaube, die Leute hassen mich. Das wird so schön. Weil ich mache jetzt das kaputt, was sie mögen. Ich habe Angst. Wenn es weh tut, einfach was sagen. Ich werde weitermachen. Ist das ein Epiliergerät? Oh. Mm. Kleiner Gronkh liegt dort. Es kribbelt so schön. Ja, mir auch. Es fühlt sich gut an. So, wir machen erstmal von oben nach unten. Ja. Dann werde ich hier unten so ein bisschen schön angleichen. Ist die Kopfposition so angenehm? Das ist die Frage, ob es für dich angenehm ist. In dem Close-Up sieht das aus, als würdest du Schamhaare rasieren. Wollen wir hier oben noch sowas hinhängen? Irgendwann so ein Fleischball? So am besten so eine Mini-Winnie-Würstchen-Kette. Oh weh. Ansonsten bei Friseuren, man redet ja immer nicht, war so. Hm. Und ne, das Wetter heute war auch schon wieder. Ach, mein Freund Markus, der sagt ja... Bei Wetter, da kann man ja Katzen jagen, finde ich witzig, wenn er das sagt, nicht wahr? Ja, ja. Nee, also für Dezember ist aber noch warm draußen, ne? Also, das ist bestimmt auch die globale Erwärmung. Habe ich auch letztens drüber gelesen in der Bravo. Ja, ganz schlimm, ganz schlimm. Ich hoffe, die SPD macht mal was dagegen. Ja, aber hoffentlich doch. Ist aber wirklich, da bleibt eine Menge stehen, mein lieber Herr. Machen wir doch mal direkt von unten. Gegen den Strich, mach doch mal ja, gegen den machen Strich. Wir mal diese Schaufel. Oh! Oh. Ich sehe das gerade gar nicht. Nee, ich grabe einfach deinen Bart aus. Ich hebe da Unterreste hervor. Oh Gott! Ich bin übrigens noch ein Frauenarzt, der muss erstmal freilegen. Oh Gott. So. Ist das denn okay? Also kommt da viel runter? Da kommt, gar nichts runter. Das. Okay. Da könnte man eigentlich noch kürzer direkt stellen, nicht wahr? Ach du Scheiße! Ich meine, wenn ich mich selber rasiere, dann sieht das halbwegs gut aus und deswegen gehe ich dann meistens runter zum Trimmen, damit es dann halt nicht so aussieht wie das, was es gerade bei dir wird. Toll. Ein schönes Erlebnis. Ja, vielen Dank. So. Mit dem Friseur arbeiten. Mhm. Wie fühlt es sich denn für Sie an? Es ist sehr angenehm tatsächlich. Tja,
Danach sieht es aber nicht aus. Gerade aus Ihren erfahrenen Händen. Möchtest du auch dieses Teil hier stehen lassen, dass man quasi nur hier kurz hat? Dass wir erstmal wie so ein Biker... Also wir können ja überlegen, etappenweise, wir müssen das etappenweise machen, wie wir das am besten aber machen. Aber guck mal, ist ja noch nichts weg. Wenn wir nachher... Alter. Vor allem so ein Close-Up hier, jede Pore siehst du ja, scheiß HD-Kameras. Alter, hier der Augenring, sieht ja aus wie der 100 Jahre, Mann. Das ist Liv Lloyd-Double einfach. Ja, aber echt. Ja, wie machen wir das denn? Wir müssen ja nachher nochmal gucken, dass wir... was wolltest du? Du wolltest Backenbart noch irgendwie stehen lassen oder so später, ne? Ja, also das war einfach das hier dann so lassen. Okay, dann mach doch wie du denkst, was du nachher noch drauf gut, na dann, viel Spaß. Wie ich denke. Scheiße. Das wird schön. Weg mit der ganzen Plauze. So. Kann man ja auch ein Donation-Ziel machen für 5 Euro. Man möchte ja stehen lassen, das hier. Mhm. Ach Gott. Ja, ja, am besten mit offenem Mund, dann kommen die halt nicht an die Lippen. Dann kitzelt es nicht. Das geht auch in die Nase. Ist ein alter Trick. So, Alter. Mochtest du den Bart? Ja, na klar. Tja. Alles, was man mag, muss mal weg. Ja, natürlich. So. Ich liege übrigens gut an deinem Busen. Ich wollte schon fragen, aber es war gerade so ein angenehmes Gefühl, als würde ich so eine Katze melken. Dein linker Nippel ist wie so ein Earplug bei mir gerade. Der ist ja auch hart wie Diamant ein bisschen. Ich glaube, da spielt auch leise Musik. Das ist nur die Musik meines Herzens. Mehr nicht. Schleimschmalz. So, Moment mal. Jetzt müssen wir. Du wolltest hier nur diesen Bart bis hierhin ungefähr stehen lassen. Genau. Also wie du magst halt. Wir können auch später den Bogenbart erstmal machen. Na, der ist jetzt schon ein bisschen, ich sag mal, weg. So, dann kräuselt sich das hier noch schön. Da kann man noch schön so einen Western draus machen. Genau. Du arbeitest mit dem Friseur mit. Natürlich. Wie in einem Porno. Ist ja unglaublich. Weißt du, guckst du Friseurpornos? Gibt's andere? Ich weiß, ich hab Orthopädenpornos. So, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen. Ja. Wir empfehlen übrigens nach jeder Rasur, sich immer ausgiebig zu waschen. Ne, ja. Sehe ich nicht. Ist ja nur so ein Hinweis. Ich hab mich vor 3 Tagen geduscht für den Stream, das muss reichen. So. Damit kann man ja wirklich ewig trimmen. Mhm. Jetzt mal, was ihr sagt, hätte ich meine Maschine mitgebracht. Rasenmäher? Ja. Jetzt ist man auch schön jeden Pickel hier, ne? Sieht man das mittlerweile? Ja. Nee, es geht. Aber ich kann da direkt überprüfen, wo was fehlt. Ah! Mhm. Das ist eine gute Kamera. Ich kann mich aber auch so hinlegen. Ja! Das ist ja wunderbar. Dann komm mal wieder an den Busen. Ja. Mhm. Oh! Oh, ihr habt Freibier heute, Flatrate. Du riechst sehr männlich. Ich hasse dich, alles klar. Was, wieso? Wenn meine Freundin das sagt, heißt es, okay, Max, du riechst halt so, dass du auf der Couch schlafen darfst. Echt? Ja. Sehr männlich heißt, wenn deine Freundin nach Schweiß? Ja. Ich schwitze. Das Ax Alaska, was in mir drin liegt. Na klar. So, was haben wir denn? Sieht doch eigentlich bisher ganz okay aus, wenn wir jetzt hier noch das wegmachen. Nur noch hier hinten das. Dass wir halt das stehen lassen für nachher. Das sieht dann nämlich so richtig scheiße aus, wenn hier alles weg ist und hier geht aber so eine Locke runter. Freue ich mich drauf. Das ist noch so ein Kringel, der hier noch unten rumhängt. So eine durchgehende Kotelette nach unten einfach. Einzige Problem sind halt diese Scheißstellen hier. Ja, da kommt man nicht so ran. Oh, das ist gut. Oder mach mal dicke Backen. Mach mal so, oh, wer hat dicke Backen? Hm. Hat der Erik dicke Backen? Hm. Oh. Oh, warte. Der tut mir jetzt leid irgendwie. Ja. Egal. Ja, sieht gut aus. So. Ah. Ja doch. Okay. Und dann haben wir nur noch hier ein bisschen weniger. Also kannst du damit ja auch einen zweiten Ausbildungsweg beschreiten jetzt. Hab ich schon, ja. Achso, ja. Okay, das ist gut. Hab ich schon. Das ist ja
Nimm das mal als Bewerbungsmaterial. Gucken Sie doch mal, was ich schönes nicht kann. So, und jetzt eigentlich nur noch hier. Und das bleibt bei ja stehen. 200.000 flambiere ich mir das Gesicht. So, ich würde sagen, danach gehen wir dann einfach die Stufe runter. Okay. Auf das. Boah, Alter, was ist das denn hier alles? Das ist nur ein kleiner Erik, der da liegt. Alter, Das ist nicht viel. Da ist noch die Hälfte davon dran. Das ist mein schönes Echthaar-Toupet. Hallo, ich bin David Hasselhoff. Ah. So, okay, und jetzt? Was machst du jetzt? Jetzt würde ich so ein bisschen verschönern. Auch noch? Ja. Ich dachte, das machen wir später. Ach so. Das können wir beim zweiten, na gut. Etappenweise? Boah, du bist voll am Schwitzen. Nein! Boah, der ist voll warm. Nee, ich bin hingefallen. Da war jemand so... Das ist egal. Ach so. Deswegen sitze ich auch im Schneider. Welche Kamera ist jetzt an? Woran sehe ich das gerade? Ist das die? Nein, das ist die, ne? Die? Nein, die. Beide. Die. Okay, hallo. Boah, ich habe keine Ahnung, wie das aussieht. Ich habe keine Ahnung, was der Funk gemacht hat. Es sieht noch gut aus. Es sieht gut aus. Nachher wird es ein bisschen schlimmer, weil das war jetzt Stufe 1, das war jetzt Trim. Nachher kommt, was kommt noch alles dran? Der Backenbart, da wolltest du irgendwas machen? Ja. Und ab? Also keine Ahnung, nicht spontan. Ab, sondern so auf... Sagen wir 40 machen wir Backenbart, bei 50 machen wir Moustache. Das war so der Plan gerade. Und dann gucken wir mal weiter. Ich habe keine Ahnung, wie es war. Ich hoffe, es war einiger... Oh, Alter, ey. Wie sieht denn das aus? Jetzt sehe ich das gerade. Ja, das bleibt noch da. Das bleibt halt noch da. Ja, toll. Der Rest ist schön kurz. Wir müssen das nächste Mal müssen wir einen Friseur bestellen. Dann machen wir uns lustige Frisuren. Ich bin Friseur. Ich fühle mich angegriffen. Ich fühle mich beleidigt. Dein Gesicht ist voller Haare. Ja. Boah. Ja, das Freunde, wie geht's jetzt weiter? Weiß jemand, wie es jetzt weitergeht gerade? Ich hoffe, das war okay für euch. Ich muss, glaube ich, wechseln, ne? Jetzt kommt erstmal League of Legends. Nochmal eine Runde League of Legends. Ja, hast du gewonnen eigentlich? Was war denn los? Für mich habe ich gewonnen, ja. Okay, aber wer war denn? Pandoria war voll schlecht. Hat die abgezogen? Nee, war einfach scheiße. Ach so, okay. Traurig. Boah, ich habe überall Haare. Freunde, jetzt geht's nochmal Runden. Alter, ich. Entschuldigung. Jetzt geht's nochmal weiter, eine Runde League of Legends. Und hinterher machen wir dann nochmal... Nochmal rasieren? Ja, machen wir noch. Nee, mal gucken, was dann kommt. Dann lesen wir erstmal wieder ein bisschen Twitter und Chat vor. Dann machen wir ein bisschen länger Twitter und Chat. Ah. Und dann habe ich noch keine Ahnung, wie es weitergeht. Wo sind wir denn jetzt gerade? 39.000. Heilige Scheiße. Ich habe überall Haare von Erik. Ja, da können wir nachher gleich weiter rasieren. Ja, an mir aber auch. Weil die wachsen jetzt hier an mir weiter. Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns gleich wieder. Hoffentlich jetzt bei League of Legends. Ich muss gucken, wie ich die ganzen Haare ja von der Brust kriege. Ich glaube, ich lasse mir die gleich einfach ankleben. Ich nehme das erstmal weg. Das ist so lieb. Warte. Wir greifen mal um. Ja, ja. Das machst du schön. Ich kann das noch viel schöner, aber ich muss mich ja beeilen, leider. Nein, lass dir Zeit. Lass dir alle Zeit der Welt. Alter, es kratzt und juckt übrigens im Shirt. Und wir schalten jetzt mal weiter zu League of Legends. Und dann, ich guck mal ganz kurz, was im Chat so los ist. Die Jungs und Mädels spielen gleich noch weiter und... Vielen Dank für diesen deprimierenden Abend.